Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 22.07.2022, und unser DAX ist noch immer in seiner Welle unterwegs, hat aber deutlich um sich herumgepaddelt. Wir hatten uns das gestern angeguckt, haben mal drüber gesprochen, korrektive Bewegung und so weiter, rechts, links, also rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, ist zum Donnerstag jetzt nicht wirklich anders geworden. Wir haben rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Und von daher ist er weitestgehend in dem korrektiven Geschiebe geblieben, was wir ja zum Vortag schon analysiert hatten. Das heißt, ich brauche euch eigentlich hier gar nicht so viel zu erzählen. Wir hatten darüber gesprochen, dass man genau hingucken sollte, wenn er kurz unter die 130 drunter sticht. Das hat er getan, hat direkt nach oben gezuckt. In dem Falle war gestern Analysegegenstand, dass er dann auch 350 erreichen sollte. Das hat noch nicht ganz geklappt. Ist jetzt hier so bei 250, 280 zum 260, 250 zum Schluss gewesen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Freitag dann versuchen, den eben oben rauszutragen. Würde auch auf das Muster passen, als korrektives Teilstück. Dann könnte nochmal eine Bewegungswelle nach oben folgen, die vielleicht ein bisschen kleiner werden dürfte als das hier, sodass eigentlich die Ziele, die wir die ganzen Tage immer wieder benannt haben, 4,45, 5,50 hier noch gut passen würden. Kritisch wird's, naja, unterhalb eigentlich nicht. Dreht er sich runter, geht auf die 13,60, 13,20, hätte er nochmal eine zweite, also eigentlich nochmal so eine Bonuschance nochmal hochzudrehen, wäre dann quasi immer noch in dem Muster, würde das quasi auf den Montag vertagen. Glaube ich aber nicht. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass er zum Freitag erstmal ein bisschen nach unten anzappelt, wieder die Leute ganz auf die Short-Seite versucht zu ziehen und dann nach oben auftreten. Das würde ganz gut reinpassen. Und ja, dann kann er wieder probieren, hier oben das ranzukriegen. Verlangt nicht zu viel von ihm. Er muss das nicht schnell machen. Also es muss nicht so dynamisch und schnell folgen wie die letzten Male. Da kann er auch ziemlich ruhig sein. Hat viele Stunden Zeit für den Tag. Wenn er jeden Tag 20, wenn er jede Stunde 20 Punkte im Schnitt steigt, dann hat er auch einiges gekonnt. Ne? Das muss man mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, soweit so gut. Also bleibt eigentlich alles gleich, weil wir sind noch immer im korrektiven Muster. Ziele sind 4,45, 3,50 und 5,50. Unten Support 13,60, 13,20 bleibt auch bestehen. Kritisch wird es weiterhin auch erst unter 13.000 bzw. so unterhalb von 13.985. Dann würde eigentlich nach unten komplett wieder alles aufreißen bis hin zu neuen Tiefs. Aber korrektiv ist eigentlich immer ein Zeichen, dass da nochmal was kommt. Und von daher können wir es hier schon kurz machen. Können wir beenden. Also auch hier auf Tagesebene sieht man das nochmal sehr deutlich. Der kommt dann nicht so richtig runter. Ist aber auch noch nicht über der 3,50. Ne? Also aus Tagessicht muss man schon sagen, positive Signale erst dann wieder über 3,50. Ne? In die Trendfortsetzung rein, der Erholung. Also in die Erholungsfortsetzung sagt man es vielleicht besser so rum. Der Abwärtstrend ist ja noch aktiv. Und ja. That's it. Mehr können wir ja gar nicht zu sagen. Von daher wünsche ich euch einen schönen Freitag und schon mal schönes Wochenende für die, die man nicht nochmal hört und sieht. Und viel Erfolg am Freitag. Bis dahin. Tschüss.